it's brilliant. The research is great. The atmosphere is great. The people are wonderful. It's a very nice place to be. I've been here about 3.5 years, and I've enjoyed every minute. The community is great, and the atmosphere is wonderful. Engaging, inspiring, and great science. Das Bernstein Center Freiburg ist kein gewöhnliches Forschungszentrum. Es baut Brücken zwischen Biologie, Mathematik, Physik und Ingenieurwissenschaften. Seine Forscher verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Funktion des Gehirns zu verstehen. The brain is a highly complex system and it needs therefore interdisciplinary approaches. And this is the nice thing here at the BCF, because we have people from all kind of backgrounds. We have mathematicians, we have physicists, we have biologists, we have engineers, computer scientists, and I think this expertise combines well in order to understand the deep questions about how the brain works. Das Spezialgebiet des Bernstein Center Freiburg ist die systematische Untersuchung von Aktivitätsdynamik im Gehirn. So bezeichnet man in den Neurowissenschaften die zeitlich wohl koordinierte Nervenzellaktivität in Gehirnnetzwerken. Das Gehirn besteht aus Nervenzellen und diese Nervenzellen bilden ein Netzwerk. Deswegen kann man schon sagen, dass die Funktion des Gehirns nur auf Basis von Netzwerkdynamik verstanden werden kann. Die Aktivität der Nervenzellen entwickelt sich ja im Laufe der Zeit und mich fasziniert eben ganz besonders die Frage, wie die Struktur der neuronalen Netzwerke im Gehirn die Funktion des Gehirns beeinflussen oder sogar bestimmen. Um die Funktion der neuronalen Netzwerke im Gehirn zu erforschen, ist ein strukturiertes Vorgehen unerlässlich. Die Kombination aus experimentellen und theoretischen Ansätzen ist besonders effektiv. Computersimulationen und mathematische Modelle helfen, die stetig wachsende Menge von experimentellen Daten zu einem einheitlichen Bild zusammenzufügen. Neuronale Netzwerkmodelle gründen auf unser Wissen über anatomische und physiologische Eigenschaften von Nervenzellen und Netzwerken. Sie führen auch zu neuen Einsichten, was genau passiert, wenn Teile der Netzwerke nicht mehr richtig funktionieren, wie etwa bei Parkinson, Alzheimer oder nach einem Hirnschlag. Das BCF ist selbst ein Netzwerk. Es bringt Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen zusammen und profitiert von den dabei entstehenden Synergien. Als fakultätsübergreifendes Forschungszentrum der Universität Freiburg verfügt es über eine eigene Forschungsinfrastruktur. Unterstützt wird es von der Carl Zeiss Stiftung und anderen Förderern. Das menschliche Gehirn ist ein faszinierendes Organ und dessen Erforschung ist eine aufregende Entdeckungsreise. Deshalb ist das Bernstein Center Freiburg für mich eine ganz besondere Institution und ich freue mich außerordentlich, dass dessen Forschungsergebnisse unmittelbar in die Lehre einfließen können. Das BCF ist auch ein führendes Mitglied in der trinationalen Neurocampus-Initiative. Diese Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Basel, Straßburg und Freiburg bietet dank der Förderung durch die Europäische Union einzigartige Möglichkeiten für grenzüberschreitende Forschungsprojekte und Studienprogramme. In etwas mehr als 10 Jahren hat sich das Bernstein Center Freiburg von einer kleinen Gruppe engagierter Neurowissenschaftler zu einem international anerkannten Forschungszentrum entwickelt. Heute sind am BCF fast 100 Personen direkt oder indirekt mit Forschung befasst, einschließlich Postdocs, Doktoranden und Studenten aus aller Welt. It's a very good environment, it's very inspiring. It's a very international environment. We have a lot of students from different countries. And we also have people from different fields. So it's a multidisciplinary group, so which makes us have a very global idea of how the brain works, and that's very exciting. Ein wichtiges Anliegen des BCF ist es, seine Forschung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dafür hat das Bernstein Center die Bernstein Werkstatt ins Leben gerufen, in der Veranstaltungsformate wie Café Scientifique oder Science Jam regelmäßig ein großes Publikum in Bann ziehen. In den vergangenen Jahren hat das Bernstein Center Freiburg wesentliche Einblicke in die Dynamik neuronaler Netzwerke und neuronaler Prozesse gewonnen. Jetzt bereiten seine Forscher den nächsten Schritt vor: jene Mechanismen zu untersuchen und zu verstehen, die bestimmten Krankheiten des Gehirns zugrunde liegen. Seit der Mensch sich bewusst ist, dass das Denken im Kopf stattfindet,
hat er auch die Frage gestellt, wie dieses Organ strukturiert ist und wie seine elektrischen Eigenschaften dazu führen, dass die Funktionen des Gehirns umgesetzt werden. Umgekehrt kann man aber sagen, wenn dieses Organ nicht mehr richtig funktioniert, verletzt wurde oder an einer Krankheit leidet, dass dann ein besseres Verständnis der Dinge, die falsch laufen im Gehirn, natürlich letztendlich und langfristig auch dazu führt, dass wir bessere Ideen haben, wie Krankheiten des Gehirns therapiert und behandelt werden können.